Ja, Stefan Teeskamp ist bei uns zu Gast, als Holland-Experte und vielleicht auch Belgien-Experte. Hast ja lange in Holland gespielt, jetzt geht es im Testspiel, in Trainingslager, in den Testspielen gegen zwei belgische Clubs, gestern gegen Mechelen, übermorgen gegen Gent. Bist du so ein bisschen auch Belgien-Experte, was das angeht? Kennst du die Teams? Experte will ich jetzt nicht sagen, aber man kennt auch schon ein paar Spieler von den Mannschaften einfach, weil zwischen Holland und Belgien auch wohl öfter mal gewechselt wird. Also auch gestern kannte ich wieder zwei, der Igor De Camargo zum Beispiel im Sturm, mit dem habe ich zusammen in Hoffenheim gespielt. Und der Torwart von denen, der hat bei Twente in der Jugend gespielt. Also so sieht man halt immer wieder Weggefährten. Stopp. Basti, lass mich das mal machen. Ach so, na gut. Dann. Was? Ach du willst. Dann mach ich mal Platz in der Experte. Hallo Stefan. Servus. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Hör doch auf. Ach Gott, jetzt fängt's an. So, weil ich habe es eben schon zu Patrick gesagt, immer dieselben Interviews, immer dieselben Fragen, immer dieselben Antworten. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, das stimmt. Du willst doch mal raus aus hier. Ja. Also, du hast jetzt zu Beginn hast du jetzt noch mal kurz die Möglichkeit, irgendwas einzuräumen, was ich noch nicht gesagt habe. Einfach mal selbst zu beschreiben. Zwei Sätze. Da wir beiden heute ja schon eine schöne Zeit miteinander verbracht haben, würde ich sagen, ich kann viel laufen. Ich bin gelaufen heute. Muss ja nicht immer fußballerisch sein. Ich bin heute gelaufen. Für dich. Für uns. Das stimmt, für das uns. Muss ich wirklich sagen, das stimmt. Also auf jeden Fall. Ich habe gar nichts gemacht. Aber es geht ja um dich. Es geht ja schließlich mal auf Fußball. Ja, genau. Ich würde sagen, ziemlich locker. Hier kann man auch mal einen Spruch drücken. Kriegst halt einen zurück. Ja. Ne? Ich wollte das nämlich abstimmen, weil ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die habe ich jetzt einfach so in meinem Steht Kopf. Steht dann auch schon was über mich? Jetzt nee. Warte doch mal. Ja, ich wollte ja fragen. Wenn ich an dich denke, dann fallen mir die Wörter hier an. Also, wo Aber fangen zügel wir dich, an? Zügel dich. Wo fangen wir denn an? Also, mir ist zu Ohren gekommen, dass du ziemlich oft aufstehst in der Nacht. Warum denn? Was machst du? Was, 10 Mal? Also, ja, wollte acht wollte ich schreiben. Aber, ich stehe nicht 10 Mal auf, ich wache 10 Mal auf. Du also ich stehe nicht auf, sondern ich wache nur auf. Okay. Und dann? Klar muss man auch mal zur Toilette. Ja. Und das liegt aber auch an dem hohen Druck, den mein Zimmerpartner an mich überträgt. Wer ist dein Der wird bei jedem, Johannes Vandenberg, der wird bei jedem kleinen Geräusch, was man macht, wird er wach und regt sich auf. Ach so. Wenn der einmal wach wird, in der Nacht hat er schon schlecht geschlafen. Also ist das quasi seine Schuld? Ja, also es ist schon, ja genau. Man dreht sich rum, man räuspert mal. Ne? Ja. So, man schiebt die Nase hoch, man trägt direkt einen Spruch. Mitten in der Nacht. Ne, so, das ist halt schon ein bisschen unangenehm, auch für mich. Aber bis jetzt haben wir es ja ganz gut hingekriegt. Aber das erklärt ja auch nicht, dass du hier mit 18 Grad mit Socken und Pyjama schläfst. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ich habe es lange versucht ohne. Ich habe das von meinem Opa geerbt, die Durchblutung. Wir sind halt ziemlich groß. Ne? Stell dir das mal vor. Socken und Pyjama. Ich hab das doch geerbt von meinem Opa. Meine Füße, die werden nicht durchblutet in der Nacht. Und ich habe es oft versucht, aber wenn du immer kalte Füße hast, ach Kenneth, würdest du Socken anziehen oder nicht? Ha? Würdest nicht, du? Ich auf keinen Fall. Also ja, ich wohl. Ich brauche halt, ich muss halt irgendwie schlafen. Also Pyjama, man muss ganz ehrlich sagen, hat Stil. Ne? Das ist ja nicht irgendwas, das ist ja so ein glänzender Seidenpyjama, den musst du dir ja vorstellen. Ne? Ich schlafe ja Seidenbettwäsche und ne, so. Grau wie die Haare. Ja, auch grau. Aber ich denke mal, das sieht ganz ordentlich aus. Es hat noch keine Frau sich beschwert. Okay. Oh. Von daher. Thema Frau, Thema Haare. Sind wir gleich direkt bei den nächsten zwei Themen. Haare, bist du zufrieden, oder? Mit ja, bin ich zufrieden. Also ich auch wenn sie jetzt ein bisschen dünner werden langsam. Ja, aber ich habe sie ja noch, ne? Wenn wir mal rüberschwenken wollen. Aber lass mal. Nee, du schwenkst rüber. ja, bin ich vollkommen zufrieden. Klar. Am Anfang denkt man, okay, wieso kommen die? Aber man guckt halt in seine Familie. Mein Bruder hat das auch. Auch da hat sich noch keine Frau beschwert. Ich denke mal, sonst bin ich ganz ordentlich geraten. Nee, gefällt mir auch. Ja, genau. Sagen. Von daher vorne passt dabei das in der Mannschaft. Ja, ne? Genau, das passt. Also hinter das mir passt. Noch. Das passt. Frauen. Ich sage, ich werfe nur einmal das Wort Frauen rein. Und dann. Oder ich darf loslegen. Musste nicht, aber wäre schon geil, ne? Wäre schon geil. Was ist, du bist Single? Ja, ne? Ich bin natürlich ein Gentleman. Ja. Aber Single? Versuch den. Ja, Single. Ich bin alleinstehend. Das ist ja extrem wichtig für die Mädels da draußen, ne? Single. 34 Jahre zwar schon, aber.
Ich bin jetzt auch zum ersten Mal Single. Von daher, ich muss mir das reinfinden. Ich hole mir auch so ein paar Tipps von Leuten, die da schon mehr Erfahrung haben. Ich komme noch mal ins Bild. ja, es passt eigentlich ganz gut. Kiel ist eine schöne Stadt. Seit 10 Monaten jetzt. Seit 10 Monaten. Davor warst du aber lange in der Beziehung? Ja, zweimal über lange. Okay. Ja. Okay. Ja. Ne? Na gut, aber in Kiel hast du dich schon ganz gut eingelebt, ne? Habe ich gehört, habe ich gelesen. Ja. Erzählst du auch immer nichts Negatives. Ich wurde gut aufgenommen. Ja, deine Wohnung hast du jetzt auch. Ja, ist noch nicht fertig, aber. Ja, wollte ich gerade sagen, da hängt noch kein Bild. Da stehen noch 27 Umzugskartons, die noch nicht geöffnet wurden. Ja, da fehlt dann die Frau. Da ist noch, ne? Holland drin. Da fehlt dann die Frau, die ein bisschen Ordnung reinbringt, ne? Ja. Ich hatte mir auch mehr Hilfe von dir erhofft. Ja, ich bin ja. Du bist komplett nur noch eingeschlossen bei dir in deinen vier Wänden, das ist halt auch ein bisschen tragisch. Also für mich auch. Weil ich höre immer Geschichten, du bist ein guter Typ, du bist für alles zu haben, du hilfst. Ja, Moment, wir reden jetzt nicht über mich, sondern ja, okay. Es geht jetzt hauptsächlich um dich. Umzugskarton, ich habe eben schon gesagt, da ist ja noch ganz Holland drin. Klamotten, viele Klamotten, die riechen dann auch schon so ein bisschen, ja, das ist halt muffig. Und wenn du die dann auspackst, das kommt ja auch in die Kabine, dieser Duft. Ja. Aber, und? Was ich komisch finde, du sprichst ja immer über wir in Verbindung mit Holland. Also du fühlst dich als Holländer. Ja, ich wohne halt auf der Grenze sozusagen. Ne? Hab da lange viel Zeit verbracht. In der Jugend wird man ja auch geprägt. Ne? Wenn man die dann in Holland verbringt, wird man auch da durch die Leute, die dort leben, geprägt. Ich mag die Holländer. Das Land ist gut organisiert. Man hat auch, also es gibt nichts auszusetzen. Ne? Die sind locker. Hast eine gute Jugend verbracht da. Genau, ja. Ja. Also. Also jetzt fertig, so viel darf es nicht mehr geben. Also das nee, ist eigentlich ist auch schon nicht, alles. Nee, ist auch nicht. Ich muss abschließend sagen, ich mag dich ja auch wirklich gern. Ne? Deswegen wollte ich auch das Interview mit dir machen. Schön. Und jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. Deswegen haue ich auch wieder ab. Ne? Also könnt ihr die 0815 fragen, könnt ihr jetzt wieder hier Fußball und bitte Linksfuß, Rechtsfuß, ihr sieht mal bitte kein Umgeht. Bla bla bla. Alles klar. Hey, Dankeschön, aber, Dankeschön. Schön. So habe ich mir das vorgestellt. Tut mir leid. Ich glaube, das wird nichts mit dir, mit der Karriere. Wie bitte? Karriere. Das war das beste Interview, oder? Das hat Spaß gemacht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut so. Kenny hat alle meine Fragen beantwortet.